Hallo zusammen, mich ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute schauen wir uns den letzten von den drei Rogue Specs an. Und zwar habe ich eben den Täuschungsschurken fertig gemacht mit der Challenge. Und ich will euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe. Und da werden wir als erstes uns einmal die Talente angucken. Dann schauen wir uns ein bisschen das Gear, die Verzauberung Sockel an. Dann gucken wir noch ein bisschen auf die Consumables. Und zu guter Letzt können wir dann einmal in die Challenge reinschauen. Dann werde ich mal die einzelnen Phasen so ein bisschen durchgehen, die Fähigkeiten erklären, beziehungsweise so ein bisschen auf die Strategie eingehen, die wir hier am besten spielen können. Ich würde sagen, wir fangen mit den Talenten an. Kleiner Disclaimer am Anfang, wir werden die Talente während des Kampfes switchen oder ihr spielt von Anfang an suboptimale Talente für die erste Phase und spielt dann die guten Talente für die zweite Phase. So habe ich tatsächlich gemacht, nicht weil es geplant war, sondern weil ich vergessen habe, nach den Tries umzuskillen. Ne? Aber im Optimalfall erkläre ich euch jetzt die Talente für die erste Phase und was ihr dann später switchen könnt. Der Bosskampf ist quasi in zwei Teile geteilt. Ihr kämpft erst gegen den ersten Boss, dann gegen den zweiten Boss. Zwischen habt ihr eine kurze Zeit, da könnt ihr auch recken. Und ihr könnt auch, wenn ihr ein bestimmtes Item habt, den Foliant des ruhigen Gemüts oder auch irgendeinen der darunterliegenderen Folianten, quasi eure Talente ändern. Und für Phase 1 und 2 sind unterschiedliche Talente tatsächlich vonnöten bzw. sinnig, würde ich jetzt mal sagen. Gut, fangen wir mal an. In beiden Phasen nehmen wir den Waffenmeister hier in der ersten Reihe, dann Schattenfokus in der zweiten, in der dritten Meisterstratege, dann oder meisterlicher Stratege, so rum, labende Finsternis als drittes, dann haben wir hier schon mal die erste Auswahl. In der ersten Phase nehmen wir die schwachen Ausbeuten, dann haben wir hier einhüllende Schatten in dem vorletzten und im letzten haben wir quasi Meister der Schatten. Ja. Zwei Talente werden wir switchen. Einmal die Schwächen ausbeuten. Das ist, wenn man hier den Gegner stunt, kriegt er kurze Zeit, 6 Sekunden lang, 10% mehr Schaden. Ist quasi für die zweite Phase nicht relevant. Und zwar wollen wir in der zweiten Phase Nachtschrecken mitskillen. Dann können wir nämlich mit unserem Shuriken-Sturm die Gegner slowen. Und in der zweiten Phase werden wir ein paar Ads haben. Die laufen zu einem Boss. Wenn die den Boss erreichen, heilen die ihn. Heißt, wir wollen diese Ads AE-mäßig slowen. Deswegen in der zweiten Phase nehmen wir Nachtschrecken mit. Und ich fand es persönlich ganz praktisch, in der zweiten Phase auch den Shuriken-Tornado, das ist noch raus, mitzunehmen. Einfach, um nochmal ein bisschen mehr extra E-Schaden zu haben. Weil, wie gesagt, wenn diese Ads durchgehen, dann ist eigentlich vorbei. Dann ist der Boss geheilt, der hat einen Soft-Enrage und ja, also die Ads dürfen nicht durchgehen. Deswegen wollen wir in der zweiten Phase Ads slowen und mehr E-Schaden machen. Also die beiden Sachen skillen wir um. Vergesst euren Folianten nicht. Ich glaube, in meinem Kill-Try hatte ich sogar beide Fähigkeiten schon so drin, deswegen skill ich jetzt im Video nicht um. Nicht geplant, war dumm, braucht man halt in der ersten Phase länger. Ist jetzt nicht schlimm, aber ne, sollte man am besten umskillen in dem Ding. Gut, als nächstes gucken wir uns dann einmal das Gear an, würde ich sagen. Ich habe auch schon, wie in fast allen anderen Guide-Videos, die ich zum Mage Tower gemacht habe, das hergestellte Gear an. Das heißt tatsächlich auch hergestelltes Gear. Und zwar ist das einmal vom Lederer gebastelt, aus Mist of Pandaria, kann er das bauen. Das hat, glaube ich, Item-Level 35 normalerweise. Es gibt dann so Token-Sachen, die auch der Lederer bauen kann, wo man das Zeug auf verschiedene Itemstufen erhöhen kann. Ich habe es jetzt hier auf Itemstufe 48 erhöht. Ihr solltet wissen, im Mage Tower ist es so, dass quasi das ganze Timewalker-Scaling unterliegt. Dementsprechend wird mein Gear, wenn ich da drin bin im Mage Tower, auf Level oder Stufe 50 runtergescaled. Mein Level wird auch runtergescaled und dementsprechend bringt es mir nichts, möglichst hohes Item-Levels anzuhaben. Ich brauche quasi Items, die im Optimalfall Sockel drauf haben und möglichst viele Verzauberungen. Im Item, was unter 50 ist, wird nicht hochskaliert. Quasi mit meinem 48er Gear verliere ich zwei Itemstufen, damit auch ein bisschen Stats. Warum nehme ich dann nicht das 52er, wo man es halt auch craften könnte? Und zwar auf 52er Gear kann ich keine Verzauberung drauf machen, denn die alten Verzauberungen vor Shadowlands kannst du maximal auf 50er Gear drauf machen. Heißt, wenn ich ein Item habe, was genau 50 ist, kann ich die alten Verzets drauf machen, habe die optimalen Stats. Wenn ich ein bisschen drunter bin, kann ich auch die alten Verzauberungen drauf machen und ich habe halt hier Items, wo ich dann Sockel drauf habe. Diese kompletten hergestellten
Sachen könnt ihr, wie gesagt, alle vom Lederer herstellen lassen, euch selber herstellen oder im Auktionshaus kaufen. Brauchen tut man die nicht unbedingt, aber es macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ich habe dann in den ganzen Items hier einen epischen Agisoki drin, also Beweglichkeit, Mainstat, feingeschliffener Purpurspinell schimpft sich der. Epische Steine bringen einfach die meisten Sets. Ihr könnt natürlich auch blaue reinmachen, bringen euch weniger. Achtung hierbei, es gibt auch Steine in Shadowlands, die bringen 16 Sets oder so, die werden auch runter skaliert. Also sprich, die Steine, die am episch sind, haben dann in der Challenge immer noch die meisten Sets und die blauen Shadowlands-Steine, die werden extrem runter skaliert und da habt ihr dann auch weniger Sets. Deswegen habe ich hier die 3 Aki-Steine drin. Dann zu den Verzauberungen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auf den Handschuhen 3 Beweglichkeit drauf verzaubert. Hier auf dem Gürtel habe ich nochmal so eine extra Gürtelschnalle drauf gebastelt. Da gibt es nochmal einen extra Sockel, die könnt ihr auch mitnehmen. Dann habe ich hier auf der Hose 6 Beweglichkeit und 3 Crit drauf. Das ist, glaube ich, vom Lederer so ein Rüstungsset, das man hier drauf bauen kann, auch aus einer alten Expansion. Dann hier 4 Angriffskraft verzaubert. Dann habe ich die beiden Ringe aus Shadowlands. Item Level ist ja hier egal. Ich habe 1233, 1251, aber könnt ihr auch egal welchen nehmen. Hier geht es nur darum, dass man sich die Stats einmal aussuchen kann. Und wir haben hier nochmal 2 Sockelslots drauf. Ihr solltet optimalerweise Versa, habe ich nachgelesen, als Täuschungsschurke verzaubern. Ich habe hier Tempo und Crit drauf, was totaler Käse ist, aber ich habe mit dem Schurken alle 3 Challenges gemacht mit einem Gear und habe das dann auch nicht mehr geändert. Aber wenn ihr Min-Maxen wollt, haut euch Versa drauf, das soll anscheinend für den Täuschungsschurke das Optimum sein. An Sockeln habe ich jetzt hier spezielle draufgehauen, und zwar gibt es das Leviat-Auge der Beweglichkeit, den könnt ihr einmal in das Gear reinsockeln, also ein einzigartiger Sockel. Da muss das Item aber über Level 50 sein, deswegen habe ich das dementsprechend in die Shadowlands-Items reingebastelt. Bringt 7 Agi, und dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Stein, Krakenauge der Beweglichkeit, auch einmal sockelbar, geht auch nur in ein Item über Stufe 50. Dann hatte ich 2 Trinkets an, die in den meisten Challenges sehr gut sind. Ehrlich gesagt kann ich die in der Challenge nur bedingt empfehlen. Ich habe einmal Geistereisen-Drachling mitgenommen. Das kann Ingi bauen, auch aus MOP. Und diese Zahnradsockel, die kann quasi auch der Ingi bauen, könnt ihr euch alles theoretisch im Haar kaufen, kostet auf den meisten Servern auch nicht sonderlich viel. Hier solltet ihr, glaube ich, dann auch am besten einen Versa-Sockel reinhauen und halt nicht, wie ich jetzt hier, Crit und Tempo, das war, glaube ich, für Outlaw oder so, wo ich das am Anfang gebastelt habe. Und dann habe ich noch die verheerte Samenkapsel mitgenommen, die bekommt man einmal aus dem Smartgrünen Albtraum von Netendra, in allen Schwierigkeitsgraden. Die ist relativ gut für AE-Schaden. In der ersten Phase, ehrlich gesagt, kaum zu gebrauchen. In der letzten Phase hilft sie euch ein bisschen mit dem AE-Schaden für die Ads. Alternativ, wenn ihr diese Trinkets nicht zur Verfügung stehen habt, gibt es den tickenden Sack des Schreckens vom Postmeister aus Tazavesh. Dann gibt es einmal den Würfel aus der anderen Seite, der ist relativ gut. Dann gibt es die Fiole der Fäulnis aus dem Seuchensturz, der soll auch relativ gut sein. Oder von Kel'Thuzad aus dem Sanktum der Herrschaft, Relikt der eisigen Weiten. Das sind alles ganz gute Rogue-Trinkets. Da ich den Char hier nicht spiele, habe ich keine von diesen Trinkets und dementsprechend habe ich mir die aus dem alten Content besorgt, die aber auch ganz gut skalieren. Dann habe ich mir einfach 2 Erlum-Dolche geholt, hier einmal verzaubert mit himmlische Führung und sündhafte Offenbarung. Dann habe ich einmal von dem Kollegen hier hinter mir ein bisschen gegambelt. Falls ihr da noch was über habt mit euren Chars, kann ich das empfehlen. Hier gegen Netashards, ne? Also hier ist der Anmelder für den Matchtower und hier unten steht der Typ. Kann man sich quasi 50er Item-Level-Items holen. Wenn man ein paar Mal, wenn man ein paar mehr Dinger hat, kann man auch random Sockel drauf kriegen. Ich habe es jetzt einfach genommen, weil es ein 50er Item ist. Das kann ich nochmal mit 5 Beweglichkeit verzaubern. Dann habe ich einmal hier 4 alle Stats quasi auf die Brust drauf gemacht. Habe einmal den alten Legendary-Umhang an, schlichtweg deswegen, weil ich 3 Sekundär-Stats habe. Sonderlich gut ist der sonst nicht. Der Effekt wird ja leider im Mage Tower nicht gewährt, wie alle anderen externen Effekte. Heißt, das Herz von Azeroth, selbst wenn ich da Essenzen hätte, wird mir auch die Effekte nicht geben. Legendaries habe ich deswegen auch nicht an. Und die ganzen Covenant-Fähigkeiten und Conduits gehen natürlich auch nicht. Auf dem Schulterslot habe ich dann hier noch einen Inschriftenkunde-VZ-Item drauf mit 5 Beweglichkeit und 2 Crit. Und dann als letztes haben wir noch einmal den Kopf, auch wieder ein hergestelltes Item. Und hier habe ich dementsprechend einfach nochmal einen einzigartigen Sockel drin, und zwar Säbelauge der Beweglichkeit, gibt einfach nochmal 6 Beweglichkeit und einen Metasockel, den man auf diesen alten Items draufbauen kann im Kopf. 3 Beweglichkeit, 3% Crit, dann ist das Ganze eine runde Sache. Wie gesagt, die Trinkets
kann man hier deutlich bessere nehmen. Ich hatte die von den anderen Challenges, da waren die tatsächlich relativ gut bei der Challenge. Der Drache ist das Problem. Am Ende, in der letzten Phase, muss man den Boss die ganze Zeit kiten und der Drache hat die Angewohnheit, also da spawnt ein Drachling und der spottet den Boss. Und dann steht der Boss in der Voidzone drin, du musst aus der Voidzone rauslaufen und bist halt als Broken Melee. Also ich sag mal so, die ein oder andere Pull hat mich das auch schon quasi den Kill gekostet, in Anführungszeichen. Weiß ich nicht. Er ist manchmal ganz praktisch, weil er Aggro zieht und dann man selber nicht den Schaden kriegt, aber ja, ich weiß nicht, wenn er ein anderes Trinket habt, spielt ein anderes Trinket. Das kann mehr nerven, als es bringt tatsächlich. Gut, dann sind wir mit den Sockeln und Gear bzw. Fortsets durch. Schauen wir uns noch einmal die Consumables an. Ganz wichtig, ich hatte euch ja eingangs gesagt, Foliant des ruhigen Gemüts oder irgendein anderer Foliant, dass ihr eure Talente switchen könnt. Dann habe ich tatsächlich einmal mit dem Schattenkernöl gespielt und dem einbalsamierten Öl. Schattenkernöl Schaden, Einbalsamieröl gibt ein bisschen Heilung bzw. Absorb, wenn ihr voll seid. Ihr kriegt da schon ganz gut auf den Sack, ein bisschen extra Heilung schadet nicht. Ihr könnt auch mit zweimal Schattenkernöl spielen oder auch einen Wettstein nehmen. Ein bisschen extra Heilung fand ich nicht so verkehrt. Ich kann ja jetzt mal verursachte Heilung mein letzten Ding reinschauen. Einbalsamiertes Öl hat immerhin 17% von meiner Heilung verursacht. Also, ja, ist schon nicht verkehrt, würde ich mal sagen, das so ein bisschen da zusätzlich zu haben. Dann habe ich mit einem großen Fläschchen der Ströme gespielt, schlichtweg, weil das am besten skaliert von den Stats, besser als das Shadowland-Fläschchen, also zumindest da drin bringt uns das mehr Stats als das aktuelle. Dann habe ich gespielt mit einer Vantus, nee, nicht mit einer Vantus, sondern mit einer Verstärkungsrune für ein bisschen extra Stats. Dann hier mit dem Versa-Food, dem aktuellen, aus Shadowlands, dem Steak. Und dann habe ich einmal die Kriegsrolle des Schlachtrufs benutzt, gibt nochmal 3 Angriffskraft oder 3% Angriffskraft mehr. Das kann übrigens einen Inschriftenkundler herstellen. Dann brauchen wir irgendwelche Trommeln. Ich habe hier die Trommeln der Wut genommen, die waren am günstigsten hier auf dem Server. Und dann habe ich einmal mit dem Trank der ungezügelten Wut gespielt. Den setze ich einmal bei Pull ein und einmal, wenn der zweite Boss kommt. Die HT setze ich ein, wenn der zweite Boss kommt, weil da brauchen wir den Damage. Dann kommen wir zu den Giften. Ich habe in der ersten Phase mit sofortwirkendem Gift gespielt, als auch in der zweiten Phase. In der ersten Phase habe ich dann mit lähmendem Gift gespielt. Das tut nämlich die Zauberzeit von dem Gegner ein bisschen verringern und Angriffe auch, aber hier geht es um Zauberzeit. Der erste ist nämlich ein Caster. Sprich, wir wollen einfach schauen, dass der ein bisschen langsamer castet. Und in der zweiten Phase habe ich dann geswitcht auf das verkrüppelnde Gift, einfach weil wir da ein paar Adds haben, die wir slowen wollen. Da solltet ihr am besten dran denken, dass ihr das in der Zwischenphase switcht, als auch die Talente, die ich euch ja gezeigt habe, ne, die beiden wollen wir dann auch switchen. Gut, soweit sind wir durch mit dem Vorgeplänkel. Dann würde ich sagen, dass wir einmal in den Fight reinschauen. Ich habe mich mal selber hier weggemutet, schlichtweg deswegen, weil ich das Ganze auch nebenbei immer gestreamt habe und ein bisschen was erzählt habe, dann haben wir hier so ein bisschen eine Doppelerklärung. Ganz wichtig ist, wenn ihr hier reinlauft, ihr müsst euch ein bisschen schicken, stellt euch am besten gleich hier an den Boss ran. Und dann erstmal Food rein, Gifte immer neu nachsetzen. Ich hatte, also teilweise ist es halt ein bisschen ätzend, weil die Gifte jedes Mal wieder drunten sind. Und ihr dann dran denken müsst, dass ihr die nachsetzt. Ich hatte teilweise einen Try, wo ich den Boss fast gekillt habe, wo ich nur mit einem Gift gespielt habe. Also das sollte euch nicht passieren. Dann wird es nämlich tatsächlich ein bisschen einfacher, das Ganze runterzuspielen. Wichtig ist, als allererstes kämpfen wir hier gegen Sylem. Er hat hier diese Frostphase und ihr seht, ich habe gerade meine Gifte noch drauf gemacht. Wir kicken ihn am Anfang und versuchen ihn möglichst weit hier in die Ecke reinzuziehen. Ja? Hat den Hintergrund nach ein paar Sekunden im Scheiden des Eis, seht ihr, DBM zeigt es an, poddert er sich weg. Und eigentlich wollen wir jetzt einen Shadow Step auf ihn setzen. Wir sind aber zu weit weg, deswegen müssen wir so ein Eis Shadow Steppen und an ihn ranlaufen. Warum laufen wir nicht einfach aus dem Eis raus? Die Geschichte ist, wenn ihr in dem Eis drin steht, in dieser Fläche, kriegt ihr die ganze Zeit Schaden. Wenn ihr aber in einen so einen Kristall reinlauft, werdet ihr instant gewonshot. Also ihr könnt da nicht reinlaufen. Ihr habt zwei Optionen. Wenn, dann ihr haut es auf oder ihr shadowsteppt euch raus. Und am optimalen Fall ist es so, dass er weit genug, dass er nah genug dran ist und dass wir ihn shadowsteppen können. Wenn er sich zu weit wegportet, dann machen wir es so, dass wir quasi am Rand ein Eis quasi anvisieren, was ganz allein am Rand steht und das shadowsteppen. Wenn ihr eins in der Mitte shadowsteppt, portet euch hinter das Eis, seid einem anderen drin, seid instant tot. Das one-shottet euch, ne? Also da dürft ihr nicht reinlaufen. Ihr shadowsteppen und am besten auch nicht bewegen. Dadurch bin nämlich durch das ein oder andere Mal gestorben. So, ihr seht ja immer, dass immer, wenn das Eis kommt, schauen wir mal, ob ich jetzt mal nah genug bin. Ah, so wollen wir es eigentlich machen. Ran. Und dann kicken wir ihn und ziehen ihn ran. Dann können wir nämlich mit diesem Shuriken-Ding auf alle Damage machen und kriegen sofort unsere vollen Kombo-Punkte und können halt auf ihm durchziehen, ne?
Am besten zieht ihr euch euren CD auch. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, weil ich halt kein Rogue-Spieler bin. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich den Speck gespielt habe. Also hier das Schattenklinge. Ich habe das eigentlich versucht dann zu nutzen, wenn es gut lief und ich quasi einmal den Boss an das Eis reingekriegt habe und immer wieder komplett volle Kombo-Punkte durchziehen konnte. Ne? Das ist halt der Optimalfall tatsächlich. Schaut am besten, dass ihr zwischendrin den Boss immer mal stunt, dass ihr ein bisschen im Stun haltet, weil ihr seht, ihr kriegt schon ganz gut Schaden. So, jetzt beginnt die erste Intermission. Hier ist es ganz wichtig, wenn wir hier stehen und der Boss sich wegpottet und diese ganzen Magier kommen, ne? Ganz wichtig, den Magier, der am nächsten an euch steht, und ihr solltet am besten hier in der Mitte stehen, den DPS der runter. Ihr bekommt nämlich hier die ganze Zeit Schaden und wichtig ist auch, diese Magier casten einen Cast. Ja? Und wenn der Cast durch ist, schubsen sie euch weg. Und das Wichtige ist jetzt, wenn wir hier in dieser Bubble stehen, nachdem wir eine Magier getötet haben, werden wir mit Leben vollgereckt. Sobald wir hier rauslaufen, seht ihr, wie slow ich bin, jetzt ziehe ich Sprint und ich ziehe einmal mein Cloak, also mein Mantel der Schatten und laufe durch das ganze Zeug durch. Wenn ich das nicht ziehen würde, wäre ich ewig lahm und außerdem würde ich an diesem Laser, wenn ich da durchlaufe, würde ich sterben, weil der macht extrem viel Magic-Schaden, den können wir mit dem Cloak aufheben und indem ich sprinte und zu dem Magier laufe, kann ich halt ihn rausholen, dann wird er aufgedeckt und die ganzen kleinen anderen Spiegelbilder verschwinden und ich kann ganz normal wieder gegen ihn kämpfen. Das ist so diese Intermission, dafür solltet ihr eure Cooldowns aufhaben. Deswegen haut am besten euren Sprint für nichts anderes raus, haut am besten Mantel der Schatten für nichts anderes raus. Außer es geht natürlich nicht anders. So, jetzt seht ihr, jetzt sind wir hier bei der ganz normalen Phase. Er ist jetzt in seiner Arkanphase und ihr habt eben gesehen, da habe ich übrigens gerade gemerkt, dass ich nicht umgeskillt habe, ne? Also das sollte euch nicht passieren. In der Arkanphase macht er quasi anstatt seinem Frostblitz den Arkanblitz und was er halt auch macht, ist, dass er so einen Channel macht, aber das erkläre ich gleich nochmal. So, jetzt haben wir hier noch einen Typen tot. Jetzt haben wir natürlich keinen Cloak mehr und doch den Sprint haben wir ready. Und jetzt müssen wir wieder den Typen finden. Ich stoppe jetzt mal nochmal ganz schnell. Ihr seht immer, wo der ist, auch auf der Map. Und ihr seht da hinten dieses Glitzer. Also erstmal guckt ihr auf die Map, wo ist er? Beziehungsweise erst haut ihr den Typen tot, dass er safe steht. Dann schaut ihr auf der Map, wo ist der Typ und dann guckt ihr, wo ist das Glitzer, ah, da ist das Glitzer und dann tun wir quasi Shadowsteppen zum Glitzer. Wenn es blöd läuft, braucht ihr hier zwei Shadowsteps, weil, wie gesagt, während diese Typen da sind, kriegt ihr die ganze Zeit Schaden da und ihr seid extremst geslowed. Nur mit dem Cloak kriegt ihr halt diesen Magic-Stuff nicht ab und dann könnt ihr normal laufen. Und wie gesagt, diese Magier kicken euch alle weg. Ich hatte schon eine Situation, da habe ich mich zu einem Magier hingeshadowsteppt, ich bin weggeflogen, das war so wie so ein Flipper, Zum nächsten. Ich bin drei- oder viermal flippermäßig vom einen zum anderen gekommen. Das ist richtig ätzend. Hier, wenn ihr quasi, wenn er sich weit weg portet, könnt ihr den Typen auch mal blinden, dass er seinen Frostcast nicht durchkriegt, weil ihr seht, ich bin schon wieder relativ low und danach immer kicken und einmal wieder in die Mitte ziehen. Ne? Wir haben wieder Frostphase, zwischendrin mal ein bisschen stunnen, dass wir uns hochziehen können. Wir haben auch geskillt, während wir in dem Schattentanz sind, dass wir die ganze Zeit Leben kriegen. Teilweise habe ich meinen Schattentanz auch defensiv eingesetzt. So, der ist wieder zu weit weg, dann müssen wir den Eis außen shadowsteppen und dann laufen wir jetzt wieder quasi zu dem Kollegen rüber. Man ist immer verleitet, seinen Shadowstep hier einzusetzen oder seinen Sprint. Macht es einfach nicht. Ihr wollt es nicht machen. Wenn ihr es nämlich macht, dann habt ihr ihn in einer anderen Situation nicht mehr ready und dann sterbt ihr einfach. Hier ist es jetzt so, dass er wieder in der Arkanphase gerade seine Kometen gezogen hat. Das ist relativ selbsterklärend, da sollte man einfach nicht reinlaufen. Ne? Wenn ihr da reinlauft, seid ihr tot. Hier wieder ein Eis außen wählen, ne? Ganz wichtig, nicht eins in der Mitte. Und wieder zu dem Typen hinlaufen. Wenn wir blind haben, können wir ihn auch einmal blinden. Wir interrupten ihn wieder, versuchen ihn in die Mitte zu ziehen, weil wenn gleich wieder die Eisphase kommt, ne, dann können wir ihn vielleicht auch wieder shadowsteppen. Beziehungsweise, wenn die Spiegelwildphase kommt, die hier, sind wir gleich schon in der Mitte. Wenn ihr hier außen steht und der ist immer auf der anderen Seite, dann tut er euch schwer. So, jetzt haben wir Sprint wieder ready. Wir haben auch quasi den Cloak wieder ready. Schauen, wo der Typ ist. Irgendwo da hinten muss er sein. Und ziehen einmal quasi Cloak und hier Ding. Ich habe es jetzt manuell geklickt, weil ich es irgendwie verkackt habe. Lauf einmal hin, hol ihn raus. Easy und es geht weiter. Und viel mehr ist eigentlich in der Phase nicht. Vielleicht sehen wir nochmal den Strahl gleich. Und zwar hat er so einen Channel, den er dann in die Mitte channelt. Und jede Sekunde, wo er das durchchannelt, kriegt er einen Stack hoch. Und bei diesem Stack ist es tatsächlich so, dass er pro Stack, den er, ja, einen Stapel hat, ah, da haben wir den Channel, einen Stapel hat er schon, macht er 5% mehr Schaden. Und der bleibt dauerhaft drauf. Und ihr seht, ich kriege ja eh schon relativ gut Damage. Deswegen, da muss man echt immer ein bisschen aufpassen. Also, ein bisschen schauen, dass man vielleicht, wenn er in der Kahnphase ist, seinen Kick aufhebt oder guckt, dass mal den Stun nicht auf dem DR hat, also auf dem Diminishing Return, dass man ihn auch unterbrechen kann damit und dementsprechend ein bisschen schauen kann, dass wir dementsprechend
das auch interruptet. Weil wenn er das durchchannelt und er noch mehr Schaden macht, dann war es das einfach, dann killt er euch. Er macht damit allen Fähigkeiten mehr Schaden, auch mit diesem Frostzeug, und das haut eh schon ziemlich, ziemlich gut rein. Ja, es läuft wieder weg, wollte ich ihn gerade blinden, aber er hat eh wieder die Phase gemacht. Mir ist es so vorgekommen, ob das immer random ist. Teilweise hatte ich mehrmals hintereinander Eis, teilweise hatte ich mehrmals in der Arkanphase diese Kometen, und er hat sich meistens immer genau dann weggeportet, wenn ich meine CDs gezogen habe. Das ist immer ein bisschen ätzend. Ja? Jetzt haben wir wieder Spiegelbilder. Wie gesagt, deswegen ne, dann nicht den Typen quasi mit Schattenschritt anspringen, weil hier brauchen wir jetzt zweimal. Also ich bin jetzt hier so halb mittig und jetzt muss ich halt gucken, dass ich wieder ganz auf die andere Seite komme, und ihr seht, wie slow ich jetzt hier bin, und ich kriege die ganze Zeit Tick-Damage. Deswegen laufe ich jetzt hier ein bisschen rein. Du den einen mit Schattenschritt an, dann haben wir den anderen hier. Wobei, da brauche ich es sogar gar nicht mehr. Hatte ich sogar Glück, da hat mich der eine Mob reingekickt. So, jetzt haben wir fast kein Leben mehr. Wir kicken ihn wieder und versuchen, ihn in die Mitte zu ziehen. Gut, er hat sich's anders überlegt. Einmal hier die Kometenphase gemacht. Ich habe es öfter so gemacht, weil ich teilweise hier ein bisschen Movement-Günther bin und diese Dinger gesnackt habe, dass ich teilweise rausgelaufen bin. Ne? Und da weil nicht gedamaged habe, theoretisch kann man diesen Shuriken-Wurf machen, um ein bisschen Schaden zu wirken. Im Normalfall geht es aber eigentlich aus, dass man dran stehen bleiben kann. Muss halt ein bisschen gucken tatsächlich, dass man da so ein bisschen move. Übrigens, immer wenn ihr hier lauft, habe ich zumindest gemacht, meine Heilung gezogen, der 30 Sekunden Abklingzeit. Das ist immer ganz dankbar, dass man da hochkommt. Zusätzlich haben wir ja auch noch einen Healpot. Ich glaube, das hatte ich vorher gar nicht erwähnt gehabt. Und zwar, warte mal, ich pausiere es mal ganz kurz nochmal. Ihr könnt natürlich den aktuellen aus Shadowlands nehmen oder nehmt den absyrischen Heiltrank. Der heilt euch tatsächlich in dem Time Walker Setting mehr als der aktuelle. Ne? Also es ist ein bisschen komisch, die Sachen, jeder Trank, jeder Pot, jedes Ding skaliert blöderweise im Time Walker anders, ne? Wenn es runter skaliert ist. Und dieser absyrische, der haltet euch eigentlich einmal komplett voll, der ist relativ stark. Auch hier bin ich wieder ein bisschen weggegangen. In der ersten Phase haben wir nämlich theoretisch keinen Druck. Ne? Also ihr könnt euch da ein bisschen Zeit lassen. In der zweiten Phase, da müssen wir dann den Damage bringen. Deswegen ganz wichtig, wenn der Boss hier unter 30% ist, zieht am besten kein Damage-Cooldown mehr, also nichts. Hier bin ich jetzt, habt ihr gesehen, ich bin kurz in den Strahl reingelaufen und fast gestorben. Ich habe vorher nochmal meinen Heiltrank gezogen und danach direkt in den Strahl. Das war natürlich jetzt ein bisschen beschissen, aber gut für euch zum Demonstrieren, dass das relativ viel Schaden macht. Genau das solltet ihr nicht spielen. So, der Boss ist jetzt hier auf 13%, bei 11 geht er in die Phase. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Leben verloren haben, ist nicht so wild. Hier bitte keine Cooldowns mehr ziehen. So, 11%. Er setzt nochmal seine Fähigkeit an, ist aber egal. Jetzt geht er in die Phase. Und jetzt wird's wichtig. Jetzt können wir nämlich einmal die Gifte tauschen. Das solltet ihr machen. Also wir hauen... Jetzt habe ich gemerkt, ich habe hier kein so wortwirkendes Gift drauf, ne? Das war sogar der Try. Dann hauen wir einmal das Slow-Gift rein. Wir können auch nochmal ein Buff-Food reinhauen oder einfach ein ganz normales Food, dass wir ein bisschen das Leben hochrecken. Und jetzt müssten wir umskillen. Ich habe während dem Try gecheckt, dass ich in der ersten Phase falsch geskillt war und kein Gift hatte. Also ihr habt gesehen, die erste Phase geht normalerweise viel, viel schneller, wenn man halt mit richtigen Talenten und Gift spielt. So, wir ziehen den Boss jetzt hier in die Mitte und schauen, dass er genau in der Mitte ist. Jetzt können wir auch hier unten HT und den Pot ziehen. Und jetzt zwirbeln wir voll auf den Boss durch. Ah ja, und ich habe Schattenschritt in den Boss reingemacht, was nicht gut war. Ich habe mich ein bisschen verklickt, also das solltet ihr auch nicht machen. Ihr seht, mein Geisterdrachling hat gerade ein bisschen Aggro, was jetzt in dem Fall nicht so schlecht war, aber im Normalfall, wenn ich ihn halt hier aus der Void rausziehen will, nicht so gut ist. So, und ihr seht jetzt, wir haben jetzt einen Strahl drauf auf uns und da laufen wir ein bisschen raus. Da habe ich jetzt mein Trinket auch gelegt, die Samenkapsel, ziehe hier diesen komischen Shuriken-Tornado und mache jetzt einfach E-Schaden auf diese Viecher. Heißt also, dieses Shuriken-Ding, ich muss nochmal genau gucken, wie es heißt, weil ich ehrlich gesagt auch wieder nicht weiß, wie die Fähigkeiten heißen. Genau, Shuriken-Sturm heißt das und Schwarzpulver. Die zwei drücke ich und vorher haue ich halt meine verehrte Samenkapsel hin. Also ich drücke die halt und laufe nochmal auf der anderen Seite, dass die Ads komplett durchlaufen müssen. Und drücke halt auch den Shuriken-Tornado, bevor die Ads spawnen, weil das spammt dann halt auch nochmal die ganze Zeit AE-Schaden. Dann laufen wir an die Void ein bisschen ran und DPS in den Boss. Wir haben eine Fläche in die Mitte gelegt. Bei den meisten Videos, die ihr vielleicht kennt, machen die Leute das nicht. Hat aber den Vorteil, wir haben ein bisschen mehr Platz im hinten raus, wenn wir, oder wir können ein bisschen länger den Kampf spielen hinten raus, wenn wir eins in die Mitte schitten, weil es geht hier nicht ganz an den Rand rang und wenn ihr gleich an den Rand anfangt, dann habt ihr quasi ein Feld weniger, das ihr spielen könnt. Ne? Und jetzt kann ich quasi ganz langsam hier am Rand rumlaufen. Wichtig für euch ist jetzt, ihr müsst schauen, dass ihr maximalen Schaden auf den Boss drauf kriegt und ja, da wird es dann teilweise ein bisschen eng, denn wenn die ganze Plattform hier außenrum vollgeschüttet ist, also wenn wir einmal im Kreis gelaufen sind, dann ist halt Feierabend. Da müssen wir ein bisschen gucken. Jede Minute kommen übrigens die Ads. Der Boss macht nur Melee-Hits, mehr macht er nicht und er macht auch relativ wenig Schaden. Also wegen Heilung müsst ihr euch nicht kümmern, außer ihr kommt in die Void rein und die haut relativ gut Damage raus. Das Problem ist,
Ihr müsst immer so ein bisschen gucken, wenn ihr so wie ich spielt, dass ihr die Mitte voll voidet. Die Ads laufen halt eine gerade Linie zum Boss. Also wir haben wieder die Dings hingestellt, den Tornado gezogen und jetzt haue ich hier mein AE-Zeug rein und jetzt hauen wir die Bosse runter. Wenn einer noch low ist, tötet ihn nicht gleich, geht wieder hier ganz an den Rand ran und tötet ihn dann. Wenn ihr nämlich hinten dann die Ads tötet, also wenn ihr sehr weit hinten die Ads tötet und dann quasi das letzte hinten killt, der Boss fängt, wird dann sofort aktiv, wenn er das letzte getötet hat und läuft zu euch und dann verliert er halt extrem viel Platz. Das solltet ihr nicht machen. Deswegen das letzte ein bisschen laufen lassen, vielleicht dann auch mit diesem Shuriken-Wurf töten und dann ist gut, ja. Ihr seht, mein Welpling hat hier wieder Akku, im Moment geht's noch. Ich hatte teilweise Tries, da hat er den irgendwo da hinten getankt und ich stehe einfach draußen und kann nicht DPSen. Deswegen, wie gesagt, der Welpling ist teilweise nice, aber wenn er halt falsch tauntet, dann ist halt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja, also Rota spiele ich wahrscheinlich hier nicht sonderlich gut. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich den Täuschungsschurken hier gespielt habe. Ich habe um die 25 Tries gebraucht, bis ich es hatte. Das beinhaltet aber auch quasi die ersten Tries hier, wo ich halt erstmal die Fähigkeiten so ein bisschen lernen musste. So, jetzt haben wir wieder das Add. Ich lege meine Void, laufe auf die andere Seite, Shurikensturm rein und die quasi die beiden AE-Fähigkeiten einfach durchspammen, ein bisschen runter. Dann sind sie fast down, ich laufe wieder vorne hin an den Rand und der Boss kommt raus. Mehr ist es nicht. Und das läuft jetzt einfach die ganze Zeit so weiter. Ne? Mehr kommt hier nicht. Ihr könnt dann immer mal ein bisschen hinter euch schauen, wenn ihr wollt, wie viel Platz ihr habt. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil ich mich nicht demotivieren wollte. Und ja, was ich versucht habe, halt so ein bisschen von meiner Rota, immer den, quasi die Blutung aufrechterhalten, dann einmal unseren Tempo-Buff aufrechterhalten und sonst halt einfach nur auf den Boss durchnudeln. Jetzt seht ihr, jetzt hat der Welpling blöderweise gerade den da in der Void gespottet. Ich würde euch empfehlen, am besten den Cloak aufrechterhalten, wenn ihr mal in die Void rein müsst, da könnt ihr ihn dann ziehen. Am besten spart ihr ihn euch aber dann auf für die Ads. Es kann sein, dass die Ads mal blöd durch die Void laufen und ihr dann einmal rein müsst, um die noch zu töten, dafür solltet ihr am besten den Cloak aufsparen. Denn wenn die Ads den Boss erreichen, heilen die ihn, weiß ich nicht, 10, 15, 20% ein Ad oder so, dann ist vorbei. Dann habt ihr nicht mehr genug Platz. Ihr seht, bis dahinter kann ich nur laufen, dann ist Feierabend. Und jetzt kommen hier nochmal Ads, wahrscheinlich die letzten nochmal Ads. Weiß ich nicht, ob ich spielen kann, weil da wird es dann halt, dann werde ich schon irgendwo da hinten sein, dann habe ich nicht mehr genug Platz quasi rauszulaufen. So, wir warten wieder bei dem letzten, bis es down ist. Und dann, jetzt geht es quasi um Speeden. Wichtige kleine Information, was ich nicht wusste. Ich habe diese Challenge mit dem SV-Hunter schon gespielt, mit dem DH, ich glaube mit dem Worry, mit dem DK, also mit X-Klassen habe ich die schon gespielt und bei allen war es eigentlich das Gleiche, bis auf die Tatsache, dass der Boss beim Rogue am Ende enraged. Ich hatte den Try davor, hatte ich so weit und bei 10%, werdet ihr gleich sehen, kommt ein Enrage und der Boss haut extrem Schaden rein. Da müssen wir dann Evasion ziehen. Ich habe gleich schon mal einen Pot gezogen. Das war eigentlich, der Pot war ein bisschen zu früh. Ich habe Evasion gezogen, hier nochmal meinen Cooldown aufgehoben, den ich am Anfang einmal gezogen habe. Und jetzt muss ich den Boss runterhauen. Der macht extrem Schaden, mein Evasion läuft doch gleich aus. Wahrscheinlich hätte ich erst ein paar Hits laufen lassen sollen, dann Pot ziehen und dann Evasion. Aber es hat jetzt auch so gereicht, es war nicht optimal. Also, ne, einen Schrei habe ich verkackt, weil ich dann das nicht wusste, dass er in Enrage geht. Denkt daran, am Ende nochmal zu schauen, dass ihr vorher voll seid. Evasion ziehen, Pot nochmal ziehen und dann auch mit dem Damage-CD volle Kanne durchziehen, sonst geht es euch wie mir, 20 Minuten gefühlt Kampf gespielt und dann am Enrage am Ende gestorben, ne? Das muss ja nicht sein. Gut, das waren eigentlich alle Fähigkeiten, die ich euch soweit erklären konnte. Wie gesagt, denkt dran, am besten umzuskillen, ne? In der Intermission und ja, sonst ist es eigentlich nicht sonderlich schwierig. Die erste Phase muss man ein bisschen reinprogressen mit den verschiedenen Phasen, ein bisschen dran gewöhnen, dass man seine Movement-Cooldowns immer aufbehält und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten kleinen Videoguide wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.